Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 1. Dezember 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 920. Und heute haben wir das erste Adventstürchen, was wir öffnen können. Die Themen heute: Growl, Fritz OS, Honor 98% und Fav-Icon. Zuallererst beginne ich bei Growl. Das ist eine Erweiterung, Benachrichtigungserweiterung für das System, damals noch für OS X, respektive heute ist das ja Mac OS, was sich quasi als kleines Notification Center eingeschlichen hat, womit man dann Benachrichtigungen hat erhalten können, damals, wo es die von Apple her noch nicht gegeben hat. Ein Ding, was ich damals sehr gefeiert habe und Freude daran gehabt habe und jetzt fast schon in Vergessenheit geraten ist, das ist aber noch da, oder war es zumindest, wird jetzt eingestellt. Schade, tragisch, aber logisch. Mittlerweile gibt es halt einfach die automatisierten Notification des Betriebssystemherstellers. Dann hat Fritz, also besser gesagt AVM, für diverse Fritz-Boxen, genauer gesagt Fritz-Repeater, und zwar für die älteren Reihen, Updates ausgerollt. Das ist für den Fritz-Repeater 310, für den Fritz-Repeater 450G sowie den Fritz-Repeater 11, was war das noch? 1750E, genau. Die haben jeweils eine neuere Nummer bekommen, Mesh-Möglichkeiten und auch die Geschichte mit Sonos, was da gewisse Probleme verursacht hat, ist jetzt mit gefixt. Dann geht's weiter mit Huawei. Da hat der Gründer Renzhen Zhengfei, wenn ich das denn richtig ausspreche, der hat sich gemeldet bei den Mitarbeitern von Honor, dass die Untermarke, die Tochtermarke, die früher mal zu ihnen gehört hat, welche jetzt getrennt wurde von ihnen, und er hat ihnen Mut gemacht, dass sie nächstens den größten Konkurrenten Huawei schlagen sollen. Das soll das Ziel sein von Honor, dass sie eben das ehemalige Mutterhaus schlagen sollen. Dann gibt es freudige Nachrichten, bisschen Spekulation in die Richtung, aber dennoch, Apple hatte schon gesagt, als sie das Small Business App Store Programm ausgerufen hat, dass die meisten davon profitieren werden. Laut aktuellen Zahlen sollen das insgesamt 98% der Entwickler sein, die da jetzt davon profitieren, von den 15%. Natürlich noch schlimmer für die beiden Gräueltanten da, Spotify und Epic etc. Aber ja, so ist das Leben. Zu guter Letzt habe ich für all diejenigen unter euch, die unter Safari die Fav-Icons in den Tabs auch nicht mögen, eine kleine Anleitung geschrieben, wie ihr die wieder loswerden könnt. Und das war's jetzt mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, guten Start in Dezember. Machen wir noch was aus dem letzten Monat von diesem doch sonst eher bescheidenen Jahr 2020. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.